Die Deponia-Musik. Ist sie nicht schön? Ja, aber wir wollen jetzt hier nicht in der Musik verfallen. Nein, er schüttelt auch schon mit dem Kopf. Wir Warentransporter, okay. Ja, dann gehen wir uns jetzt... Genau, das ist die Gelegenheit, stiften zu gehen. Aber erst einmal raus aus diesen Klamotten. Wieso zieht er sich denn jetzt um? Das ist doch die perfekte Verkleidung. Das war wohl die letzte Kiste. Der Warentransporter zum Hochboot kann vorerst ausgeschaltet werden. Und jetzt schaue ich mir etwas Cowboy Dodo an. Du liebe Zeit. So, und wir sind jetzt... Blink, blink, blink. Wieso blinkt das da grün? Okay, und ich glaube hier... Rohr. Hä? Oppenbot hat dieses Fass hier vergessen. Das liegt wohl daran, dass das Etikett mit dem Bestimmungsort fehlt. Aha. Wieso? Ah, ich bin jetzt... Ah! Okay, ich kann mich jetzt... Aber er hat da gar nichts. Das heißt, die anderen müssen irgendwas haben, was wir da brauchen. Okay. Cowboy Dodo. Was ist das, wenn wir da reingehen? Oppenbot hat die Transporter ausgeschaltet. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, ihn zu reaktivieren. Shitte. Und hier können wir jetzt... Nein. Kann ich mit ihm reden? Ich mache ihn lieber nicht auf mich aufmerksam. Er ist zwar nur ein nutzloser Mülleimer, aber immerhin ein nutzloser Mülleimer im Dienste des Organon. Er würde mich sofort an Argus verpetzen. Shitte. Okay, wir haben das Fass und wir haben die anderen. Das ist die Frage. Sollen wir uns hier jetzt mal mit allen unterhalten? Müssen wir uns mit allen unterhalten? Wo ist jetzt die angekündigte Rettung in letzter Sekunde? Immer mit der Ruhe. Noch ist Zeit. Du zitterst. Mir ist nur kalt. Wozu? Sie wird ja doch nicht auf mich hören. Sie hat mir noch nie was zugetraut. Ja, was ist mit Doc? Doc! Komm zu dir! Es tut mir leid, Rufus. Seagull hat recht. Das hier ist unsere letzte Chance. Ach, Boso? Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich weiß nicht, Rufus. Ich finde, Seagull hat einen Punkt. Oh, Kingas. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Überhaupt nicht. Stecker. Seagull erwartet, dass ich irgendwas Dummes mache. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Oh oh. Ein Stecker? Kann es sein, dass... Nein. Ne? Okay, ich komme hier nicht mehr raus. Das heißt, ich gebe... Kann ich... Tatsächlich. Ich kann die schon mal abgeben. Weil hier mit dem komme ich nicht mehr raus. So, aber wenn ich jetzt... warte mal. Die beiden müssten sich ja jetzt treffen. Uhu. Puh, keiner da. Oh, der steht direkt über dir. Zack. So. Dill Juli. Juli Schnulli. Hallo. Hä? Rufus? Was machst du denn da unten? Na was schon? Ich mach die ganze Arbeit. Da lachen ja die Hühner. Ich habe mich durch die halbe OHV gekämpft. Und? Hast du Argus stoppen können? Ist in Arbeit. Und du? Hast du Gold schon wieder groß gekriegt? Kurz davor. Sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Von dir? Träum weiter. Andersrum wird wohl eher ein Schuh draus. Glaub das mal. Ja, schön, ich kann jetzt auch hier... So, und das Bild von Elysium will ich doch jetzt mal an ihm, denn das vermute ich mal, können wir hier für das Fass gebrauchen. Eisfracht nach Elysium. Porto bezahlt Empfänger. Das war sogar richtig, ich fasse es. Wir können das Fass nicht aufmachen, oder? Doch, können wir wohl. Moment, soll ich ihm vielleicht noch mehr geben? Warte mal. Bevor ich jetzt... Oder? Ich weiß es nicht.
Oh Mann. Egal, ich hab ja gespeichert. Oppenbord. Ist da jemand? Nee. La la la. Und jetzt sieht das natürlich. Hallo. Na sowas, da ist ja doch noch ein Fass nach Elysium. Das sollte ich schleunigst wegtransportieren. Auch wenn ich mich frage, wozu der Herr Amtmann auf Elysium ein ganzes Fass voller Blutegel benötigt. Blutegel und der Rufus hängt da drin. Was war das denn? Goal! Nein! Was hat der denn jetzt gemacht? Ein Strudel! Hat der ein... Hallo. Moment. Jetzt hinterher, komm, hinterher. Na dann, halt aus, Goal! Ich bin unterwegs! Tschüss! Oh Gott. Schön geschrien. So, das muss jetzt aber endgültig das letzte Fass gewesen sein. Der Herr Amtmann wird sich freuen. Am besten erstatte ich ihm sofort Bericht. Ach, war das ekelig. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin zu guter Letzt am Aufstiegszoll angelangt. Und meine alte Blutvergiftung bin ich auch endlich losgeworden. Aber nun, freie Bahn zu den Aufstiegscodes. Ja, da hier Oppenbord drin ist, denke ich mal. Oh Gott, ist das Code-Eingabe? Aber ich hab sie doch nicht. Hier müssen die Aufstiegscodes eingegeben werden. Es gibt aber auch einen Datasettenschlitz. Aha. Okay, also müssen wir wohl... Nein, ich muss dem Oppenbord hinterher. Scheiße. Die Tür hier, können wir nichts machen. Ah, nee, Oppenbord ist hier reingegangen. Genau, hier. Ah, okay. Das heißt, hast du... Ja. Lassen wir das. Da war Argus, ist da hingegangen. Bing! Tja, jetzt sind wir hier, wo Klites eben war. Tresor. Paravan. Diktiergerät. Na, was haben wir denn da? Aha. Argus, sein Diktiergerät. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Memo. Memo an mich. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet... Das ist ja schon fast zu einfach. 4, 4, 3. Nein. Ach, gut. Ach, wenn man nicht alles alleine macht. Na gut, jetzt ist es erledigt. So, rein in die albernen Klamotten und dann die Datasette holen. Nein. So eine Scheiße. Jetzt sitze ich aber ganz schön in der Klemme. Und den Tresorcode habe ich auch nicht verstanden. Was? Cowboy. 443 habe ich noch verstanden. Nein. Na großartig. Jetzt sehe ich ja aus wie ein Fatzkengeck. Aber das war ja wohl auch der Plan. Der im Übrigen kurz vor seiner Vollendung steht. Ich muss nur noch die Datasette aus dem Tresor holen. Wenn ich mich doch nur an diese blöde Kombination erinnern könnte. Abkennbot! Sie haben ge... Huch, Alarm! Unsinn, Oppenbot, die Pfeife. Ich bin es, Argus. Ich trage nur das Kostüm für meinen Einmarsch auf Elysium. Ach so, dann ist ja gut. Das merkt. Nichts ist gut. Ich kann mir meinen Einmarsch in die Haare schmieren, wenn irgendwer ständig meine Dinge verschlampt. Diesmal ist mein Diktiergerät verschwunden. Wissen Sie etwas darüber? Tja, da werde ich wohl kurz meinen Speicher überprüfen müssen. Na, worauf warten Sie noch? Diese ärgerlichen Zwischenfälle gefährden den Geist des Gelingens. Okay, Alarm aus. Was? Nichts. Das liegt wohl daran, dass der Alarm gerade aus ist. Okay, gut zu wissen. Was haben wir denn sonst noch hier? Nur das. Okay, schlupfs. Jetzt kommen wir da hinten raus. Am Fenster natürlich. Fenster? Was war das? Schon besser. Hä? Was war das?
Und besser. Ist auch nicht schlecht. Ja, aber... Wer hätte das gedacht? Es gibt tatsächlich jemanden, der in diesem Outfit noch bescheuerter aussieht. Okay, was ist, wenn wir... Diktiergerät. Moment, was ist, wenn wir das... Hä? Rekord? Die Datasette ist im Safe. Kombination lautet... Was war das? Ist hier jemand? Ich bin hier, Sir. Ich rede nicht mit Ihnen, Turtlepot. Aber sonst ist doch niemand hier. Weniger widersprechen, mehr rechnen. Apropos, wie weit sind Sie mit Ihrem Datencheck? Oh, jetzt haben Sie mich ganz durcheinander gebracht. Ich muss wohl noch mal von vorne anfangen. Tun Sie es schnell. Puh, das war knapp. Ich muss vorsichtiger sein. Okay, was ist, wenn wir das jetzt zurücklegen? Auf den Schreibtisch? Ah, ich hab's. Das Diktiergerät müsste direkt hinter Ihnen auf dem Schreibtisch liegen. Natürlich. Sie imbeziler Formationstrottel. Ich weiß, dass sie da liegen müsste. Glauben Sie etwa ich? Beim Barte des Propheten. Langsam werde ich mir schugge. Als wäre dieser Rufus irgendwie ansteckend. Sie dürfen wegtreten, Oppenbot. Danke, Sir. Ich liebe die vulgäre Ausdrucksweise in diesem Spiel. Na, der guckt so, den doch. Jetzt aber. Hm? Nichts? Bist du etwa schon wieder im Eimer, du mieses Drecksgerät? Hallo? Hallihallo? Sprich mit mir. Hast du gehört? Sprich mit mir. Hallihallo? Okay, dann. Ah, die. Oh nein, die Datasette befindet sich im Safe. Die Kombination lautet Immendot. Die Datasette befindet sich im Besitz von Rufus. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter dem Schreibtisch. Ja, die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Das kann jetzt nicht sein. Aber Moment mal. Wenn der jetzt... Der wird sein blaues Wunder erleben. Ach, die ist falsch. Die ist falsch! Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung, Oppenbot? Schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm aus! Aber Sie sind sich schon sicher, dass Sie Sie sind, Sir, oder? Oppenbot? Schon gut, schon gut. Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Der hier? Nein, der? Auch nicht. Wer soll sich bei diesem Lärm auch konzentrieren können? Okay. Was ist, wenn wir jetzt zum Fenster? Aber was haben wir da? Was haben wir jetzt davon? Das war dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann. Na also. Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Das ist doch... Das gibt's doch nicht. Wo ist denn diese mistige Apparatur jetzt schon wieder hin? Oppenbot! Ich bin noch hier, Sir. Ja, aber mein Diktiergerät nicht. Wenn mein Speicher nicht komplett beschädigt ist, dann liegt es auf dem Schreibtisch, Sir. Dann überprüfen Sie Ihren Speicher, aber ein bisschen plötzlich. Wie Sie wünschen. Okay, es ist das Ganze wieder von vorne. Das ist doch scheiße. Das ist echt Käse. Moment, was ist, wenn wir was anderes ausprobieren? Dup. Ah, ich hab's. Das bla 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 bla. Das kürze ich jetzt mal ab. So. Hm? Bist du... Hallo? Sprich, hast du gehört?
So, die Kombination lautet lästige Langfinger. Befindet sich ja das letzte oder das vorletzte? Befindet sich im Besitz von Rufus. Naja, wenn wir das sagen, machen wir uns eigentlich auf uns aufmerksam, oder? Das letzte oder das vorletzte? Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Halt, stopp! Negativ! Kommando zurück! Gerade ist mir nämlich Folgendes wieder eingefallen. Nein, das war doch falsch. Die Datasette befindet sich im Besitz von Rufus, dem lässigsten aller Langfinger. Was soll denn dieser Unsinn? Das kann ich doch unmöglich selbst gesagt haben. Habe ich ja auch nicht. Hör gefälligst richtig zu. Die Datasette befindet sich im Safe. Die Kombination lautet IMNEDOT. Was soll das denn? Mein Tresor hat doch einen Nummerncode. Sagte ich IMNEDOT? So ein Unsinn. Korrektur. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Toll, jetzt habe ich wieder denselben Käse. Der wird sein blaues Wunder erleben. Ja. Alles in Ordnung. Das kürzen wir jetzt auch mal ab. Welcher K- Moment. Na, auch nicht. Was ist, wenn wir hier raus? Eine Mini-Datasette. Eine Mini-Datasette. Ach nee. Nee, warte, ich hab mal. Ich hab das Diktiergerät vergessen. So, jetzt nochmal. Hier raus. Okay, es ist ruhig. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet 4473. Ah, 4473. Wie Golds Geburtstag. Nein, warte. Der war 4437. Oder 4347? 4711? Naja, egal. Hauptsache, man kann es sich gut merken. 44 irgendwas. So ähnlich wie Golds Geburtstag. So, und jetzt macht es Sinn, dass hier die Rekordtaste ist. Ich fühle, wie mir eine Idee kommt. Ja, die Datasette befindet sich im Safe. Die kommen also immer dort. Ah! Okay, jetzt ist die Frage. Wenn er jetzt hinterm Schreibtisch nachsieht, hätten wir Zeit, in den Safe zu gucken. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Das könnte gut werden. Ja, es wird hervorragend. Okay, wieder rein. Zum Glück. Das wieder zurücklegen. Und den Alarmknopf aus. Ah, das war dann wohl der richtige Knopf. Okay, das kürze ich auch mal ab. Na, bla 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 bla. Hey, wo will... Hat er das jetzt automatisch gemacht? Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen. Ja, verschwinden Sie. Weggetreten. Die Kassette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Tja, ja, ich kann mich nicht bewegen. Er müsste... ist klar. Hinter den Schreibtisch. Nee, ich bin doch nicht bescheuert. Raus? Er müsste... okay... Jetzt spielt er das... Nein! Nein, was ist denn jetzt? Wo kann... Wo... Hä? Fenster, da ist noch eins! Okay. Sehr schön! Ja, wieder rein. In Argus Büro. Wow! Tresor! Also, wie war das 4473. I-M-M... Nein! Nee, Moment! Oh, verdammte Kiste! Ach, ist der bescheuert! Ey,
Bei diesem Lärm kann doch kein Mensch arbeiten. Hoppenbott! Nein! Ach, ist der bescheuert! Der... Wieso wurde schon wieder dieser jämmerliche Alarm ausgelöst? Ich weiß es nicht, Herr Amtmann. Worauf warten Sie denn noch? Schalten Sie ihn aus! Sehen die den nicht? So, jetzt aber. Wie war das nochmal? Ach ja, Goals Geburtstag. 4473. Nein, warte. Nicht doch. Goals Geburtstag. Ach ja, das war ja auch nicht Goals Geburtstag. Zum Glück konnte ich mir den noch nie merken. Was war denn das jetzt bitte? Die Aufstiegscodes. Endlich. Und raus? Wie? Das... Schau, da ist noch ein Rebell! Nein! Los, schnapp ihn dir! Oh oh. Ach nein! Aus dem Fenster, aus dem... Nein! Wo ist der hin? Wo ist wer hin? Hier ist eben ein Eindringling reingelaufen. Jetzt halten die den Argus für... Moment mal, da kauert doch jemand. Hey, du, komm sofort da raus. Jetzt bald oder muss ich dir Beine machen? Nein, das ist der... Der hat sich umgezogen, wie geil ist das denn? Herr Amtmann, sind Sie das? Natürlich bin ich das, wer denn sonst? Sehen Sie zu, Mann. Ihr Kollege braucht Hilfe mit diesem Eindringling. Sehr wohl, Herr Amtmann. Okay, aber wie bescheuert war das denn gerade? Der stand direkt neben dem Tresor. So, die Zeit ist abgelaufen. Das war's dann wohl, Rufus. Einen Moment noch! Die anderen beiden... Was zum... Ja? Das Baby Ghoul! Und da kommt der andere Rufus. Oh Gott. Aua. Also... Komm ich ungelegen? Ganz im Gegenteil. Wir waren gerade dabei, die Kanone auszurichten, um Elysium ein für alle Mal vom Himmel zu pusten. Bitte was? Hast du das vermasselt? Au Quattro, alter Ego. Ich habe ihm erklärt, dass das nicht nötig ist. Weil du Goal retten kannst, nicht wahr? So gut wie erledigt. Nur zu. Ich bin mir sicher, das wird eine ganz große Nummer. Und ob es die wird? Schaut genau hin. Oh nein, jetzt bin ich jetzt mit denen... Nicht doch. Es ist gerade so spannend. Ach ja, genau. Der Grüne und der Rote sind jetzt zusammen. Okay, jetzt den Stecker ziehen. Siegel erwartet, dass ich irgendwas Dummes mache. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Egal, wir... Moment, der Grüne hat doch... Genau. Nuklein hast du nicht gesehen? Wollen wir erstmal Goal wieder. Bums! Wer... Was? Aber... Verbrennt ihre Zöpfe! Sägt ihnen die Beine kurz! Nein! Nein, das kann nicht sein! Das ist Donner! Ich sehe, dass es Donner ist! Wo ist Goal? Keine Ahnung! Und warum hatte Donner Goals Haarfarbe? Hermes! Nein! Bravo! Das war noch lustiger, als ich gehofft hatte, aber... Genug gelacht. Wir haben ein Paradies vom Himmel zu schießen. Doc? Nein, stopp! Es ist zu spät, Rufus. Ich hab dir deine Chance gegeben. Und du hast es wieder vermasselt. Na los, Doc. Richte die Kanone aus. Es tut mir leid, Rufus. Wir haben keine Wahl. Keiner von uns will sterben. Aber... Genug jetzt! Öffnet das Kanonentor! Scheiße... Gut so. Ist die Munitionskammer geschlossen? Wupsi. Das wäre ja fast schiefgegangen, was? Stopp, stopp! Das könnt ihr doch nicht machen! Ist denn hier wirklich niemand auf meiner Seite? Was schaust du mich so an? Warum sollten sie? Du hast uns ja bereits beeindruckend bewiesen, dass es keine andere Chance mehr gibt. Natürlich gibt es die. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Der dritte... Steht hier als Glied des Verkleidet. Boah, ist das ein geiler Aufregen. Freunde, hier ist Feierabend für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Teil. Bis dahin. Ja, gemein, ich weiß. NRW bei 18. Adieu.